Also die schlimmste Phase, also das, wo die drauf gehofft haben, warum ich die auch zu der Zeit gekriegt habe, die Tierverantwortlichkeit, ist, die Schafe, die kriegen ihre Lämmer im Januar. Mitten in der Nacht am besten. Und dann gleich 3, 4 Stück gleichzeitig. Und dann bist du verantwortlich. Wenn die Lämmer sterben, gibt es richtig ein paar auf den Sack, du. Die brauchen wir, die werden verkauft, die tauschen. Weißt du, mit anderen Höfen und so, damit die immer frisches Blut haben und so, dass die Herde, ja, damit frisches Blut immer wieder drin ist, tauschen die Tiere. Das bedeutet, wir brauchen die Lämmer, am besten alle. Ja, und dann wissen die auch, dass meistens in der Herde auch ein Schaf dabei ist, was ihre Lämmer verstößt, der sich nicht drum kümmern will und scheiß mal auf dich. So, und immer wegbockt und so, ne? Ja, und dann stehst du da mit so einem kleinen Ding. Es jammert dich die ganze Zeit an. Gibst ihm einmal die Flasche, hast du verloren, Junge. Das wirst du nicht mehr los, das Ding, Junge. Die laufen dir überall hin nach. Also, ist eigentlich süß, aber es wird anstrengend und nervig, weil die lassen dich nicht in Ruhe. Und die schreien den ganzen Tag, wenn du weggehst. Die hören nicht auf zu weinen. Die sind so anhänglich, unglaublich. Ja, und diese Phase habe ich halt auch gekriegt. Und der Winter war scheiße kalt, ey. Der Trinkpott von den Schafen, so hoch das Wasser im Stall, die stehen auf so hoch Strohmatte. Schon unten, das Häuschen unten ist auf Stelzen. So, und dann so dick Strohmatte und das Wasser friert innerhalb von 2 Stunden, war das ein Klotz, zugefroren. So kalt war das in dem Stall. Ja, und ich musste nachts immer 3, 4 Mal kontrollieren, als das mit der Lammzeit angefangen hat. Irgendwann dachte ich, Mensch, was ist denn mit dir los? Musst du Tierarzt rufen? Hat mir keiner gesagt, dass die. Haben die mir mit Absicht auch nicht gesagt, dass die jetzt Lammzeit ist und du, lass mich mal, wird er schon mitkriegen. Werden wir sehen, wie gut er aufpasst. Wenn das erste Lamm tot im Stall liegt, wissen wir Bescheid. So, die Josef ist immer wieder gucken gegangen, was mit den Viechern, der war immer auf dem Laufenden, er weiß genau, wann seine Tiere soweit sind. Ne? Also der ist ja selber auch Jäger und Förster und sowas. Ne? Und der kennt sich mit Viechern aus. Ne? Gerade mit so Haus- und Hofviechern, so Ziegen, Schafe und all so ein Kram, halt Schweine, Hühner. Ja. Und der hat das immer kontrolliert, aber hat mir halt nichts gesagt. Und irgendwann denke ich so, ich fülle da so die Tröge auf, so die Futtertröge so. Und denke, Mann, was hast du denn da für ein Geschwür so? Ne? Und dann hing schon so die Fruchtblase oder was weiß ich so, also so dieser Sack und schon so halb der Schädel hing da schon raus. Das sah erst aus, als wenn da so ein Eitergeschwür aus dem Arsch wächst irgendwie, ne? Ich voll erschrocken bin losgelaufen und sage, musst du Tierarzt rufen, Tierarzt rufen. Dem einen Schaf, dem wächst irgendwas aus dem Arsch. So, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, was es ist. Da habe ich nichts mehr zu tun mit Schafe. So. Ich mache die sauber und ich fütter die. So, aber wenn die irgendwie krank sind, frag mich doch nicht. So. Hol mal einen, der hilft, der das kann, der es weiß, hol mir Hilfe. Ja, und Josef, ach, dem wächst nichts aus dem Arsch. Lass mal gucken. Die kriegen bestimmt jetzt ihre Lämmer. Ist auch die Zeit. Okay, ja, schön, dass ich das jetzt auch mal erfahre. Ne? So habe ich erfahren, dass jetzt Lammzeit ist und dem wächst was aus dem Arsch, habe ich mir gedacht. Das sah halt irgendwie komisch aus. Das war für mich im ersten Moment in der Aufregung auch nicht erkennbar, dass das ein Kopf ist. Ne? So, das war einfach nur eine Beule, die da hinten rauskommt, so mit so, noch so eine Blase drumherum, mit Flüssigkeit war auch noch gefüllt. So. Und das, war ganz, das Erste, was er gemacht hat, hat den Sack aufgerissen, ne? Mit dem Finger, zack, damit das Viech atmen kann. Und jetzt komm. Und direkt dran mit den Händen, ne? Da rein und so. Und das Viech da rausgezogen. Boah, Alter, das stinkt auch wie Scheiße. Ne? Da kommt ja dann die Nachgeburt und alles raus. So, und jetzt nimm Stroh, rubbel das Viech ab. Okay, das eklige Lamm, das sieht voll schleimig. So. Das war das erste Mal für mich. Ne? Und dann, so, nachdem ich das geruppelt habe, so hat sich noch nicht wirklich bewegt, dann hat er ihm das Maul aufgemacht und die Nase freigemacht, den Schleim aus der Nase raus und kurz die Zunge richtig gelegt so, und sagte, los, nochmal rubbeln, auf die andere Seite nochmal rubbeln, wieder mit Stroh. Und dann ist er plötzlich aufgestanden, am Wackeln so und blökt mich an. Boah, geil, wie geil ist das denn, Alter? Das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe und mitgemacht habe. Ja, und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Ne? Dann alle paar Stunden kam irgendwie ein Lamm. Die Tierärztin habe ich gerufen, weil es Komplikationen gab. Als eine, die stand schon den zweiten Tag da. Und die so.
nur am Wackeln, vorne schon in die Knie gegangen und so. Und haben mir die Tierärztin gerufen. Und dann habe ich nicht gewusst, dass es eine Tierärztin ist. Ich habe gesagt, die rufen jetzt einen Tierarzt. So. Und dann kommt so ein riesen Karawane auf den Hof gefahren mit Anhänger dran und so. Und dann steigt da so eine kleine Person aus. So. Also, wenn die groß war, war die 1,52, 45 Kilo schwer. Schätze ich mal so. Also, so eine ganz kleine, zierliche Frau. So ein riesen Koffer. Dann komm, helf mir mal, helf mir mal. Ich habe die Sachen da alle hochgetragen, habe ihr das Schaf gezeigt. Und die macht ihren Koffer auf und dann packt sie zuerst so Handschuhe aus und zieht die sich über. Und ich denke, Mann, der hört gar nicht auf, Junge. Zieht sich das Ding bis hier oben hin, so ganz arme Handschuhe. Und direkt plupp, Schwanz hoch, plupp, da rein. Aber bis zum Anschlag, also der ganze Arm der Frau war original in dem Schaf. Und die haben sortiert, bestimmt 10 Minuten, am Sortieren und am Schieben und am Machen. Upsala. Und am Machen und am Tun, ne? Das wurde mir ganz anders, ne? Ich musste das Schaf halten, ne? So, die hat mir dann gezeigt, ich habe den Kopf so, also habe die ein bisschen gestützt, damit die vorne, die musste stehen. Die muss stehen dabei. Damit das alles in einer Linie auch ist, nicht das so mit Abfall und so, das funktioniert nicht. Das muss hinten sowieso raus, also muss vorne hoch. Also hochhalten, die muss, und die, dass die Luft kriegt und alles, ne? Oh, das war ja, die stinken halt auch wie Scheiße. Und das direkt morgens, ne? Noch nichts gegessen und so. Und boah, auf nüchternen Magen. So eine Geburt da und das war. Und die hat die verstoßen, dann die beiden, ne? Nach dieser Aktion. Also, wie gesagt, das Heftigste, die Frau da, ich, mit Josef am Anfang bei der Geburtshilfe. Das war also ein kleiner Anstoß, den er dann nur geben musste. Was ganz Normales, das musst du fast. Hier das zweite, dritte Mal machen. Wenn du das siehst, wenn das hinten raushängt und die Blase nicht platzt, dann kann das Lamm auch nicht kommen irgendwie. Das muss ein bisschen nachhelfen. Ist nichts Besonderes. Aber das war schon eine Ausnahme. Da konnte Josef auch nicht. Die ist total verdreht. Die haben sich verwirbelt mit den Nabelschnüren, haben die wahrscheinlich auch. Und dann die Haxen alle kreuz und quer und sowieso verkehrt rum schon das erste. Und genau. Die hat nicht beide verstoßen. Das eine ist tot gewesen und das erste, was hinten schon halbwegs, das hat überlebt. Eins hat überlebt, hat sie aber verstoßen. Und das hat sie nicht angenommen. Klar, die wollte das nicht. War eine Negativerfahrung, diese Geburt für das Tier. Und die wollte das nicht. Also in der Natur wäre es gestorben, hätte keiner drauf aufgepasst. Und der andere war tot. Der hat irgendwie stranguliert. Aber du musst da halt raus, ne? Das kannst du ja nicht da drinnen lassen. Die hat ja sortiert und danach geholfen. Die hat richtig dann auch und die hat hinten gezogen, richtig dann mit beiden Händen. Und ich muss vorne gegenhalten. Ich dachte, Alter, die reißt das kaputt, ne? Also da musst du richtig Kraft aufwenden. Aber es ist unglaublich. Das ist nicht so pupp und dann flutscht das. Also, tja, richtig, die hat ein Gesicht gemacht und zieht da und halt fest und schreit mich dann und so, ne? Boah. Also mir wurde ganz anders, ne? Nee, ich konnte nicht weg. Die hat mich auch nicht weggelassen. Nein, du musst jetzt helfen. Wie weggehen? So ein Stück Grinsen in der Tür. Ja, genau. Das hat er sich so vorgestellt. So, und geht wieder weg, ne? Sagt er, du machst das schon. Und zack, war er weg wieder. Ich war entschuldigt für alle Gruppe, Frühstücksbesprechung und. Der hat was zu tun. Der muss sich gerade kümmern. Er hat einen Job. Ja, durch die Schafe, durch die Lärmzeit bin ich oft morgens um diese Aufgabe oder um dieses normale Standardprogramm rumgekommen, weil die Viecher müssen versorgt werden. Und ja, der steht nachts viermal auf und füttert die Lämmer, die beiden, die verstoßen worden sind. Also die hat ihr, das eine Überlebende verstoßen und noch eine Schafdame hat ihr eins ihrer Zwillinge nicht angenommen. Und der eine war hell und hatte überall so dunkle Punkte, den habe ich Pünktchen genannt. Und der andere hat mich die ganze Zeit gebockt, immer nur, also gestupst war das nur, wenn die klein sind, ist das nur Stupsen, ne? Und dann hieß es ja Stupsi, ne? Stupsi und Pünktchen. Die waren cool, aber anstrengend. Die verfolgen dich auf die, und dann wegen voll die nervösen Teile sind das auch, ne? Die sind nicht entspannt, egal, die sind immer auf Zack und springen so hoch und rennen und machen und flitzen. Voll nervig. Also irgendwann wird es nervig, ne? Das ist eine anstrengende Aufgabe, ne? Vor allem, weil die auch mit ihren Viechern nichts zu tun haben wollen.
die sind nie bei der Herde, nie. Wenn die draußen auf der Wiese sind, die sind immer nur am Zaun und glotzen, wo ist er? Das dauert 6 bis 8 Wochen, musst du die komplett ignorieren und durfte ich auch nicht mehr hingehen. Also als ich den Job dann los bin, dass die sich an die Herde gewöhnen. Die müssen. Ich bin deren Mutter, ich fütter die, klar. Ich bin die erste Milchquelle gewesen. Oh, warme Milch, bumm. Jo, sauber, der ist es. Die machen keine langen Faxen oder suchen lange aus. Der die erste Milchpulle anbringt, der ist es. So, und ich war ja auch der Erste, der da war. So, das gehört ja auch noch dazu. Die haben meinen Geruch sofort wahrgenommen. Als erstes mit. Ich war immer da. War schon eine geile Erfahrung, hat schon irgendwie Spaß gemacht. Also ich so, ja, ein dreckiger Job, Schafhirte. Finde ich nicht so geil. Also so auf Dauer kann ich mir, aber mal war das schon eine schöne Erfahrung. Und das war halt auch lustig, so, dass die so mir eine Beziehung aufgezwungen haben, die beiden. So, da bin ich nicht drum rumgekommen. Ne? Mit denen, die musste ich mich einfach verknallen. Irgendwie, die waren auch knuffig. Also die habe ich. Ich glaube, 6 oder 8 Wochen mit der Flasche gefüttert, die beiden. Ja, 6 Wochen ist, glaube ich, Minimum 6 oder 8 Wochen. Dann fangen die so die ersten an, so die ersten Gräser zu fressen und so und mal Körnchen zu picken hier und das. Also fangen dann schon an. Also die sind relativ schnell eigenständig, sage ich mal, die also fressen und trinken. Aber erstmal brauchen die Milch, so, damit die. Die waren auch kleiner wie die anderen. Das merkt man trotzdem, den Flaschenkind-Unterschied. Bei Tieren sieht man das schon recht deutlich. Die anderen Lämmer waren alle. Die kriegen jederzeit. Meine haben feste Zeiten und können es gar nicht abwarten. Am liebsten noch 3-mal dazwischen. Das geht halt nicht. Und wäre auch zu viel. Die Mutter bockt die weg, wenn die keinen Bock hat, zu Milch zu geben jetzt. Wenn sie das nervt, gerade wenn sie mit sich selbst beschäftigt ist oder so, weißt du. Müssen dann ja auch viel Nahrung, aber gut, die kriegen extra Kraftfutter dann, die Mütter, die säugen, die kriegen bestimmtes Futter dann auch und. Einfach weil die jetzt für 2 oder 3 fressen müssen dann, ne? Ich glaube, dann jeden Tag kriegt jedes Schaf ganz gezielt ein Pott, den hältst du dann auch jeder Mutter extra voll die Nase. Und dass nur der ihr Kopf geht da rein, sonst keiner. Weil sonst kommen alle anderen auch. Den Bock musst du rausbringen dann. Das funktioniert nicht. Die anderen Schafmädchen, die kannst du noch auf Abstand halten. Vor allem, wenn die sehen, pupp, der Kopf ist da drin, da kommst du sowieso nicht zwischen. Dann kommen die noch und gucken. Aber der Bock, der gibt so lange Kette, bis das Ding runterfällt und bis er das hat. Den musst du immer aussperren, wenn es um Kraftfutter oder um Extrafutter geht. Das lässt er sich nicht gefallen, dass er nicht der Erste ist dann. Das untergräbt seine Autorität auf dem Feld. Da irgendwie fühlt er sich immer angepisst. Das ist ein Bock. Der bockt. Ja, sonst hat er nichts zu tun. Der macht dir das Leben schwer, wenn du in sein Territorium kommst. Das bringt die Natur so mit sich. Der will Chef sein. Das sind alles seine Weiber. Pack die bloß nicht an. Und wenn hier Futter kommt, dann bin ich der Erste. Genau das ist seine Tour. Und sonst gibt es nichts zu diskutieren mit dem. Ja. Und dann kommt man mit dem klar. Wenn du den aufs Auge gedrückt kriegst. Ja, dann musst du halt so bestimmte Schritte musst du immer machen. Und wie gesagt, den musst du als erstes rausbringen, wenn die Weiber Kraftfutter kriegen. Und dann musst du eine nach der anderen, sobald sie gefressen hat, raus auf die Wiese, Tür zu, zack. Dann ist das voll die Aufgabe. Das dauert alles auch. Ne? Es sind nur 15 Tiere oder so. Aber das ist schon eine Aufgabe. Ne? Dann hast du ja noch die Hühner, die Schweine, die Gänse. Ja, und als die beiden Kleinen noch da waren, nicht mit der Flasche dann aufgezogen, da bin ich 4-5 Mal die Nacht aufgestanden. Alle 1,5-2 Stunden bin ich doch raus in die Kälte. Voll der Aufstand, bis gerade eingepennt, Ding kommt schon wieder, klingelt's. Und ab raus. Das hat Gott sei Dank keiner gemerkt. Hatte. Ich habe die 2-3 Mal habe ich einfach stumpf wieder aufs Zimmer genommen. Mitten in der Nacht, Alter, um 2 Uhr da raus. Die waren voll kalt, voll der Sturm, ey. Voll am Schneien. Und Hucher war das egal. Der pennt sowieso wie ein Stein. Und die beiden wollen nur, wenn es dunkel ist, sind die auch ruhig. So, stehen da so eine Decke im Flur, so ein Schrank mit Decken auch und so, ne? So Tagesdecken. Habe ich dann also 2 Tagesdecken, so vierfach irgendwie da hingelegt, dass so eine schöne weiche Unterlage haben. Direkt an der Heizung. Und dann Licht aus, da kommt aber Ruhe. Die bewegen sich dann nicht mehr großartig.
Es ist auch richtig dunkel dann, mit Gardine zu und so, gar nichts, kein Licht von draußen. Ist ja eigentlich helle Nacht, es ist Schnee, also da hat es, glaube ich, nicht so dolle gestürmt die erste Nacht, da war ich nur zu bequem, aber dann habe ich gedacht, okay, hat gut geklappt, so, und als es gestürmt hat, habe ich die zwei- oder dreimal mit aufs Zimmer genommen. Ja, bis das erste Mal, glaube ich, ins Zimmer geschissen habe. Dann dreht es auch schon nicht mehr so. Du stehst morgens auf, stinkt voll wie im Schafstall. Nicht so cool. Ja, und vor allem, wenn du dann wegpennst und. Also die letzte Tour musst du schon so machen, dass du wirklich dann um 5 Uhr die Viecher spätestens zurückbringst oder so. Weil morgens damit aufstehen, wenn der geht einer rum, ne? Und macht Wecken und so. Kontrolle einmal reingucken. Die wecken dich nicht. Du musst in Eigenverantwortung aufstehen, aber die kommen gucken. Wenn dann plötzlich Helmut da drin steht oder so, die Schafe mit dem Bett ab oder so, finde ich das bestimmt nicht so geil.